Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver. In der letzten Folge war ich auf Haijagd und habe durch Zufall die sagenumwobene Brechstange von Cobra gefunden. Und jetzt wurde mir anheim gestellt, ich sollte mal meine Ausrüstung überprüfen und mal bei Bancho Sushi vorbei. Und dann kam hier jetzt gerade Clara auf diesem Floß hier angeradelt, hätte ich beinahe gesagt. Nee, angeschwommen und keucht hier seit dem Ende der letzten Folge vor sich hin. Jetzt möchte ich sie aber nicht länger warten lassen und zu Wort kommen lassen. Clara, was kann ich für dich tun? Was ist los? Du fährst auf einem Floß? Mein Name ist Clara. Ich hatte nicht erwartet, bei diesem Sturm einen Menschen auf dem Meer zu treffen. Hast du hier in der Nähe einen weißen Hai gesehen, Kleiner? Nein, ich habe viele Haifische gesehen, aber keinen großen weißen. Das kann doch nicht wahr sein. Klaus, der Feind meines Mannes, muss hier irgendwo sein. Hat. Scheint schon eher eine rüstige Rentnerin zu sein, die Clara. Alle Spuren führen mit Sicherheit zu diesem Ort. Klaus wird bekanntlich nur an stürmischen Nächten gesichtet. Das ist ja nicht Nacht. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. In einer stürmischen Nacht wie dieser hat es meinen Mann erwischt. Das war vor 36 Jahren. Er wird sicher hier erscheinen. Alles führt mich hierher. Übrigens, ich bin oft getaucht und habe gemerkt, dass sich das Gelände jedes Mal verändert hat. Ja, das ist ein blauen Loch so, Clara. Oh, du irrst dich nicht. Das Meer hier ist sehr verwirrend für Neuankömmlinge. Lass mich raten, jetzt soll ich dir helfen, den weißen Hai zu kriegen. Mensch, ich habe einfach nicht genug Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Kleiner, kannst du Klaus für mich finden? Ich? Ja, du kennst diesen Ort. Ich muss ihn finden, bevor der Sturm vorüberzieht. Finde ihn einfach und ich kümmere mich um den Rest. Hilf einer alten Dame. Bitte. Warum habe ich die Befürchtung, dass sie sich nicht alleine darum kümmern wird, wenn ich Klaus gefunden habe? Vielleicht kann ich mir ja vorher noch Olaf zur Hilfe rufen. Falsches Spiel. So. Sie sieht verzweifelt aus. Okay, ich muss ihn nur noch finden. Also gut, ich werde das Gebiet absuchen. Wirklich? Danke, Kleiner. Lass von dir hören, wenn du das Versteck von Klaus gefunden hast. Ich komme sofort zu dir. Wie soll ich von mir hören lassen? Zeit für Rache. Finde den Wirbel. Ah, das kennen wir doch. Mit dem Wirbel aus stürmischen Nächten, das wird ja hier wahrscheinlich nicht anders sein. Wenn ich den Wirbel gefunden habe, werde ich gegen ihn kämpfen müssen. Hundertprozentig. Naja, vielleicht läuft es auch mal ein bisschen anders als gedacht. Dave the Diver ist immerhin ab und zu mal für die eine oder andere Überraschung gut. Okay, bevor ich es mir noch anders überlege. So, haben wir im Shop irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nö. Komm. Ab ins Wasser, Wirbel suchen. Da gehe ich gar nicht erst zur Farm, da gehe ich gar nicht erst zum Sushi, wenn die alte Dame Hilfe braucht. Tja, der Wirbel. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier irgendwo einen Wirbel gefunden habe, musste ich einfach nur ein ganzes Stück nach rechts schwimmen. An der Oberfläche. Muss ich aber auch warten, bis Nacht ist. Was ist das denn hier für ein Feld? Na klar. Von einem Manta vergiftet. Mein Manta. Stachelrochen, okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich
Konnte man den vorher überhaupt sehen? Muss ich mir hinterher nochmal ein Video angucken. Aber wenn ich das richtig deute mit Klaus... Was ist jetzt hier? Das ist die Familie des Buckels, war es, den ich vorhin geholfen habe. Ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt mal die vergangenen Folgen nachholen. Sollte ich ein Foto machen? Klärlich, machen wir ein Foto. Was, der Babybuckelwal muss mit drauf sein und das spritzende Wasser noch. Ein Hai. Hey, da musst du die Waffe umgeschaltet. Okay, dich lasse ich aber abholen. Noch an mehr Haifische als geplant, aber was machen die so weit oben? Das ist nicht gewohnt. Okay, also hier an der Oberfläche ist der Wirbel auf jeden Fall nicht. Was wollte ich gerade eben noch sagen? Wie ich es richtig verstanden habe, habe ich ja 3 Tage Zeit, um Klaus hier zu finden. Aber warum ich jetzt hier einen speziellen Wirbel finden muss? Naja, mag so sein. Ui, schon wieder ein Hai. Ich kann hier, glaube ich, nicht so gut navigieren, wo es so eng ist. Nicht Klaus. Der Reißspitzenriffhai. Wirklich unglaublich viele Haie momentan unterwegs. Naja gut, unglaublich viel. Ich glaube schon, dass sie da sind. Also glaubwürdig viel. Wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder auch nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ein bisschen Sauerstoffnachschub hätte ich nichts. Herzlichen Dank. Das ist auch nicht Klaus. Ich möchte auch gegen dich kämpfen gerade im Moment. Wenn du Klaus wärst, hätte ich die alte Dame schon gerufen. Ich habe keine Munition, sonst würde ich gegen dich kämpfen. Mutig, aber nur mit dieser Harpune.
Okay, an der Stelle sind wir wieder. Hier ist Munition. Gesagt, getan, aber hier ist schon wieder ein anderer Haifisch. Ist das die Olivenöl? Okay. Ja, ich nehme es, wie es kommt. Okay, das ist wieder so ein Hammerhai. Aber ein kleinerer kann das sein. Ja, klar, von allen Seiten. Sauerstoff. Den hatte ich hier aber schon eingesammelt, ne? Komm schon, gib mir noch ein bisschen Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kann ich nicht in den Kampf zurückgehen. Also kann ich schon. Aber lieber wäre mir, ich müsste nicht. Okay, der Hammerhai. Dann müssen den Hammerhai mal Hammerhai sein. So, hier hätten wir Munition. Aber was ich brauche, ist Sauerstoff. Okay, da hätte ich ein bisschen Sauerstoff. Okay, komm her. Okay, jetzt bin ich hier schon wieder überladen. Okay, wo ist der nächste Notausgang? Der nächste Notausgang ist meiner. Und raus hier. Oh, Udo, hallo. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Ein Buckelwal. Was für eine gigantische und zugleich faszinierende Kreatur. Er ist bekannt für seine starken Familienbeziehungen. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Danke fürs Geld. Es gibt mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Feldfrüchte sind bereit, Bancho-Sushi wartet auf mich. Oh, und dann kommt der VIP-Gast. Aber erstmal können wir die fahren. Heute ist es ja soweit, der VIP-Gast. Knoblauch. Was haben wir hier?
Eigentlich muss ich das ja gar nicht selber ernten. Aber ich mach's. Was haben wir hier noch? Unkraut? Na los. Ernte abgeschlossen. Du musst das gesamte Unkraut entfernen. Ich sehe das im Dunkeln nicht so gut, da unten. Gibt es noch mehr Unkraut? Ich gehe einfach mal alle Felder ab hier. Nein, das müsste es gewesen sein. Okay, dann ab in den Sushi-Laden. Na, wie mag das wohl ausgehen? Hallo allerseits, hier ist Yui von NDC. Meine Damen und Herren, wie ihr wisst, es heute der Tag des letzten Duells in Bezwing den Chefkoch. Banshu, bist du fertig? Natürlich. Und Wang Pang? Ebenfalls, ich kann es kaum erwarten. Ausgezeichnet, dann beginnen wir jetzt mit Bezwing den Chefkoch. So, Banshu wird in einer neuen TV-Sendung gegen einen berühmten Chefkoch antreten. Bringen wir ihm die Zutaten, um die er uns gebeten hat. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ist das ein neues Minispiel oder wird jetzt wie üblich nur gekocht und das war's? Bereite die Karotte vor, was? Wie? Es? Okay. Bereite die Zwiebel vor. Hast du einen Himmelsgucker vorbereiten? Ich bin gerade völlig fertig, dass ich hier auch Dinge tun muss. Oh Gott. Was? Fisch mit Stärke? Okay. Himmel. Ich werde hier auch noch zum Chefkoch. Was für Fische an Öl frittieren? Wie? Achso. Perfekt. Alles perfekt hier. Rate die Zutaten. Boah, ist gleich vorbei. Himmel. Perfekt. Thank you.
So, wir haben scheinbar gewonnen. Ih, das war jetzt aufregend. 91 gegen 99. Süß-saurer Himmelsgucker. Bancho hat gewonnen. Vor allen Dingen, das waren jetzt so viele Minikochspiele und du weißt ja immer vorher nicht, welche Knöpfe du drücken musst und was du machen musst. Also es war schon mindestens minimal aufregend. Oh nein, ich habe verloren, aber ich bin der beste Chefkoch in Hongkong. Natürlich, dein Gericht war ausgezeichnet, Wang Pang. Du hast die feinsten Zutaten für den, für den perfekten Geschmack verwendet. Aber es war nicht genug, um mich zu beeindrucken. Aber Banchos Gericht. Ich habe eine ganz neue Erfahrung mit diesem Fisch namens Himmelsgucker gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich den Fisch zum ersten Mal probiert. Bancho gab mir die perfekte Mischung aus dem interessanten und frischen Geschmack des Himmelsguckers und dem klassischen Geschmack einer süß-sauren Soße. Ging es nur um Geschmack, war deins besser, Wang Pang. Aber ich bewundere Banchos Versuch, einen fremden Geschmack auf vertraute Weise zu präsentieren. Meine endgültige Entscheidung lautet, Bancho, mein Glückwunsch. Dankeschön. Ich hoffe, Dave, der Schnippler, wird wenigstens in den Fußnoten irgendwo erwähnt werden. Oh, Vincent hat seine Entscheidung sehr klar gemacht. Bancho gewinnt das Duell. Bancho, was denkst du? Ach, ich denke, ich wollte zeigen. Danke, Bancho. Der Champion zieht Taten den Worten vor und wir lieben es. Der heutige Gewinner von Bezingel Chefkoch ist Bancho, der Titelverteidiger. Was für ein Duell, was für ein Ergebnis. Na, vielleicht war es nicht der letzte Herausforderer, wenn wir jetzt schon mal unseren Titel verteidigen mussten. Bis zum nächsten Mal, das war Reporterin Yui. Himmelswillen. Erstaunlich, Bancho, du hast Wang Pang in seinem Spezialgebiet übertroffen. Oh, wen kümmert es, aus welchem Land ein Gericht stammt? Geschmack diskriminiert gegen niemanden. Das ist ein schöner Ausspruch. Warum habe ich das Gefühl, dass die Show wieder zurückkehren wird? Aber ich vertraue vollends in deinen Sieg. Apropos Duell. Bei der Vorbereitung auf das Kochduell habe ich neue Inspirationen für die chinesische Küche erhalten. Für eine Speisekartenerweiterung, ja? Ich werde das aufschreiben. Hilf mir, etwas Neues auszuprobieren, wenn du Zeit hast. Puh, okay. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause zwischen dem Duell und der nächsten Arbeitsschicht hier in Banchos Sushi. Und zwar genauso lange, wie es dauert, bis die nächste Folge erscheint. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ja, und bisher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.